Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie man Black Templar bemalt. Jetzt, wo die neue Black Templar Box draußen ist, dachten wir uns, zeigen wir euch doch einfach mal unseren Weg, wie wir coole Black Templar bemalen und natürlich bei uns auch mit Battle Damage. Wir fangen also damit an, unseren Black Templar erstmal komplett mit einer schwarzen Grundierung zu übersprühen. Hierbei ist es auch nicht wichtig, was für eine schwarze Grundierung, Hauptsache schwarz. Nach der schwarzen Grundierung sprühe ich mir als allererstes meine Highlights mit French Blue von AK ein. Das kann ich ruhig ein bisschen gröber machen, denn nach dem zweiten Highlight müssen wir eh nochmal mit dem schwarzen Ink dran und das Highlight ein bisschen mehr abschwächen. Bei schwarzer Rüstung ist es nämlich grundsätzlich super schwierig, direkt ohne nachzudunkeln richtig viel Highlight zu sprühen. Denn schwarze Rüstung darf einfach nicht zu stark gehighlightet sein, da wir sonst einfach eine graue Rüstung bekommen, aber auch nicht zu wenig, denn sonst haben wir einfach nur schwarze Rüstung. Wenn mir die ersten Highlights so gefallen, benutze ich jetzt Blue Gray von AK, um mir eine zweite Highlight-Schicht zu sprühen. Das mache ich jetzt wirklich sehr fokussiert und gezielt nur auf die Stellen, die ich schon mit dem French Blue gesprüht habe und akzentuiere wirklich nur diese Flächen nochmal krasser. Da das Modell jetzt ziemlich grau wirkt, nehme ich mir jetzt ein schwarzes Ink. Ich benutze hier eins von Liquitex, allerdings könnt ihr jegliches Ink benutzen. Auch die Inktense-Reihe von Scale funktioniert da wunderbar. Das muss ich mir jetzt aber erstmal stark verdünnen. Ich habe hier ein Verhältnis von ca. einem Teil Ink und vier Teilen Thinner. Damit gehe ich erstmal über die gesamte Rüstung, um sie grundsätzlich abzudunkeln. Reicht mir das so, nehme ich mir jetzt das pure schwarze Ink und dunkel damit wirklich gezielt nochmal Highlights ab, die einfach zu stark sind. Denn wie gesagt, wir wollen ja eine schwarze Rüstung haben. Bin ich mit der schwarzen Rüstung fertig, kommen jetzt erstmal noch zwei weitere Schritte, die ich mache, wo ich auch später mit der Airbrush arbeite. Zunächst male ich dafür einmal das Bolter Case und das Kettenschwert in einem Corn Red an. Dafür könnt ihr aber auch jegliches andere dunkle Rot nehmen. Einfach damit wir schon mal einen Grundrotton haben. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, nehme ich mir daraufhin Mephiston Red und jage es durch die Airbrush. Dadurch spare ich mir super viel Zeit, das Schwert nochmal per Hand zu highlighten und es sieht auch sehr viel smoother aus. Das gleiche Prinzip mache ich jetzt mit den Schultern. Da ich ja extrem helle Schultern möchte, suche ich mir als Grundton eine Farbe aus, die wirklich gut deckt. Hier empfehle ich Rakat Flash von Citadel, da es wirklich mit die hellste Farbe ist, die ich kenne, die wirklich in zwei Schichten problemlos deckt. Ist meine Schicht mit Rakat Flash gleichmäßig, nehme ich mir danach Pale Sand von AK und sprühe damit über die Airbrush ein paar Highlights. Das Ganze muss ich natürlich jetzt etwas kontrollierter machen, damit ich mir nicht komplett auf die schwarze Rüstung sprühe. Die paar Details am Marine, die noch schwarz werden müssen, mache ich einfach mit Black Templar. Also die Zwischenrillen der Rüstungsplatten, aber auch die Schulterränder mache ich mit Black Templar einfach wieder schön schwarz. Für die goldenen Stellen am Modell benutze ich Old Gold von AK und für die silbernen Stellen Gunmetal ebenfalls von AK. Das sind einfach Metallfarben, die, wie ich finde, super decken und auch wirklich eine gute Pigmentierung an Metall drin haben, dass sie auch wirklich schön shiny sind. Für die Ledertaschen benutze ich Dark Brown von AK, welches ich mit Tan Earth, ebenfalls von AK, noch ein bisschen Kanten akzentuiere und außerdem so ein paar Scratches und ja, einfach so ein paar Unebenheiten in das Leder einarbeite, damit auch dieses etwas gebattle-damaged wirkt. Um die schwarze Rüstung noch ein wenig aufzuwerten, setze ich jetzt starke Kanten und zwar auch wieder hier mit meinem Blue Gray. Hierbei achte ich darauf, dass ich nicht alle Kanten erwische, denn das ist auch wirklich überhaupt nicht notwendig. So grob die ganzen Kanten des Modells sollten nachgefahren werden, gerade die wirklich auffallenden Kanten bei einem Space Marine, also an den Armen, den Knien, die Schultern und hinten am Rückenmodul, sollten hierbei auf jeden Fall erwischt werden. Aber ihr müsst auf keinen Fall jede einzelne Kante vom Marine nachziehen. Das würde viel zu lange dauern und auch ja, das ganze Modell schon zu hell machen, denn wie gesagt, wir wollen ja eine schwarze Rüstung behalten. Die Taschen und das Metall tusche ich dann noch einmal mit Null-Null Gloss ab. Ich mache das hier auch bei dem Gold, einfach weil ich diesen etwas dunkleren Gold-Look bei dem Black Templar eigentlich sehr, sehr schön und passend finde. Die Heraldik bei den Black Templern ist tatsächlich eine sehr andere als bei anderen Space Marines Orden. Denn hier haben wir auf beiden Schultern das Black Templar Kreuz. Das ist Freehand eigentlich relativ leicht gemacht. Ich meine, es kommen bald auch Decals dafür raus, aber diejenigen, die das lieber Freehand machen, hier ein kurzer Guide, wie die wirklich super schnell und unkompliziert gemacht sind. Wir beginnen mit einem kleinen Plus. Das sollte auch wirklich nicht zu groß sein, da es wirklich nur die Mitte unseres Freehands bildet. Am Ende jedes Striches vom Plus müssen wir jetzt ein V setzen.
natürlich in die Richtung, in die der Strich gerade zeigt. Ich glaube, das sieht man hier eigentlich ganz gut, wie ich das meine. Diese V-Striche müssen wir jetzt relativ gleichmäßig machen und eben so, dass sie zu jeder Ecke des Schulterpanzers ungefähr gleich weit entfernt ist. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir müssen jetzt die einzelnen Enden der Faust mit dem Mittelpunkt von unserem Plus verbinden und diese Fläche dann ausmalen. Und schwupps habt ihr an sich schon das Black Templar Kreuz. Das Ganze braucht ein bisschen Übung und durchaus auch ein bisschen Feinjustierung hinterher. Wenn ich mich hier ein bisschen vermalt habe mit dem Schwarz, nehme ich mir einfach das Pale Sand und das Rackard Flash, mische das zusammen, dass ich so circa auf den Farbton komme an der Stelle, wo ich mich vermalt habe und bessere das wieder aus. Das Freehand kann man super einfach mal auf dem Papier üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ihr das Plus setzen müsst und wie lange die Striche von V sein müssen. Jetzt kommen wir zum Battle Damage. Und hier benutze ich zwei verschiedene Farben zum Tupfen. Denn zum einen benutze ich ein helles Silber für die schwarze Rüstung und zum anderen mein typisches Rhinoxide, was ich eigentlich immer bei Rüstungen benutze. Das nehme ich hier allerdings nur für die roten Waffen und die weißen Schultern. Der Grund, warum ich kein Rhinoxide für die schwarze Rüstung benutze, ist eigentlich relativ simpel. Denn man sieht es gar nicht. Und das wäre ja eigentlich ziemlich schade, wenn ich mir Battle Damage tupfe, den man gar nicht sieht. Deswegen hier bei schwarzer Rüstung am besten immer schön ein helles Silber benutzen. Ich benutze hier eine Dry Brush Farbe von Amomic, nämlich das Light Silver. Das ist, finde ich, eine richtig schöne Konsistenz an Farbe, denn es ist normalerweise zum Drybrushen gedacht, daher etwas mehr wie, ja, schon fast eine Zahnpasta-Konsistenz, würde ich sagen, wie als eine normale Farbe zum Malen. Die Farbe könnt ihr aber wunderbar einfach auf dem Schwamm machen, ein bisschen abtupfen und dann wunderbar auf dem Modell verteilen. Das Ganze mache ich dann auch noch einmal mit Rhinoxide, allerdings, wie gesagt, hier nur auf den roten Waffen und den weißen Schultern. Bei den weißen Schultern gehe ich jetzt noch einmal mit Ivory hin und setze eine kleine helle Kante unter das Shipping. Das macht den ganzen Effekt noch mal ein bisschen stärker und ja, die weißen Schultern sind eh so auffällig am Modell, da kann man auch ein bisschen extra Liebe noch mit reinstecken. Habe ich genug Battle Damage gemacht, komme ich jetzt zu den Pigment Washes. Und da benutze ich die Washes von Vallejo, und zwar Oiled Earth und Dark Brown. Ich finde, das sind die beiden perfekten Töne, um Space Marine Rüstungen so richtig schön verschmoddert wirken zu lassen. Das Ganze funktioniert auch relativ einfach. Ich tue mir die beiden Farben auf eine kleine Palette, die nicht meine Nasspalette ist, da sie sonst komplett einfach nur wegfließen würden, und klatsche sie dann erstmal auf mein Modell drauf. Wasche dann kurz meinen Pinsel etwas sauber, tupfe ihn etwas ab und verschmiere mir dann dieses Pigmentwash so, dass es an den Stellen mehr poolt, an denen ich es gerne hätte, und an manchen Stellen etwas schwächer wird. Ganz besonders gut seht ihr das hier an den Schultern, da ich da möchte, dass dieses ganze Gesiffe sich mehr nach unten hinzieht und die oberen Stellen von den Schultern noch schön weiß bleiben. Dadurch kriegen wir auch einen mega Kontrast und die Schultern poppen einfach richtig aus dem Modell raus. Das Ganze machen wir aber einfach auch, dass wir bestimmte Recesses etwas bräunlicher gestalten. Denn bei einer schwarzen Rüstung bringt es ja nicht viel, meine Rüstung noch schwarz zu blackline. Deswegen mache ich das jetzt eher mit diesen hellen Tönen. Und da ich dafür braun benutze, sieht die Rüstung richtig schön verschlammt aus, mitten im Kampf, wie er gerade übers Spielfeld rennt. Und ja, es macht einfach einen richtig schönen Effekt und geht wirklich kinderleicht. Nachdem ihr das Wash aufgetragen habt, könnt ihr es wirklich die ganze Zeit noch mit einem frischen Pinsel und Wasser hin und her verschieben, kurz trocknen lassen, noch eine zweite Schicht machen, wenn ihr es stärker haben wollt. Ich glaube, bei den Schultern war ich letzten Endes bei 3 Schichten von den Washes, einfach damit es zu den unteren Rändern hin richtig schön zugeschmoddert ist. Zu guter Letzt machen wir jetzt noch die Augen. Ich bin in letzter Zeit ein Riesenfan davon geworden, Space Marine Augen richtig leuchten zu lassen. Und genau das machen wir jetzt. Dafür male ich mir erstmal nur die Linse in einem puren Weiß an. Danach nehme ich mir Blood Angels Red Contrast von Citadel und jage das einmal durch meine Airbrush. Wichtig ist hierbei jetzt, dass ich wirklich nur schaue, dass ich die Linse und den Wangenbereich vom Helm damit erwische und nicht oben auf die Stirn gehe, denn wir haben ja eine Kante über der Linse. Und deswegen würde meine leuchtende Linse nicht mit auf die Stirn strahlen. Falls ihr da ein bisschen drüber kommt, solltet ihr das wieder wegmalen, denn sonst leuchtet einfach der gesamte Helm vom Space Marine und das ist nicht der Effekt, den ich gerne hätte. Hinterher habe ich mir überlegt, dass ich ihn noch etwas böser aussehen lassen möchte und deswegen habe ich mir nochmal Fluorescent Red von AK genommen, welches ein bisschen orangener ist, auf meine Nasspalette getan, etwas mit Wasser verdünnt und dann nochmal über meinen OSL-Effekt geglazed, damit das nochmal ein bisschen orangener wird. Weil ich fand, vorher war es noch ein bisschen purpurner und sah irgendwie
einfach nicht so böse aus. Und nach diesem Glaze hat es mir dann perfekt gefallen. Und das ist dann der fertige Black Templar. Ich finde, dieser schöne, dreckige Grimdark Look passt perfekt zu den Templern, weil es ist einfach die Ästhetik, die sie perfekt treffen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Diamond Freddy, Frederik, Gotrek Gonisson, Jan, Julian, Juxe, Marco, Shayalin, Armin, Don Vittorio, Dorian, Freckel, Guni, Halim, Kilian, Korugawa, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick W., Pingo Tobi und Sumsi. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PK Pro und Taschengelddieb. Und falls ihr außerdem regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal!